Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Das ist jetzt die zweite Folge vom neuen Let's Play. Es hat jetzt leider doch ein paar Tage gedauert, bis ich wieder zum Aufnehmen gekommen bin. Hab die letzten 3, 4 Tage immer mit so einer leichten Halsentzündung gekämpft. Und dadurch war es mir nicht wirklich möglich, jetzt wieder Videos aufzunehmen. Aber heute schaut es schon wieder besser aus. Das heißt, ich werde jetzt eine Folge, vielleicht noch eine zweite hinten nach aufnehmen. In der letzten Nacht sind wir leider einmal gestorben durch diesen kleinen Mini-Zombie. Dorfbewohner waren weg, sind mittlerweile aber wieder da. Die dürften sich nur gut versteckt haben vor den Zombies. Ja, was haben wir jetzt so vor? Ressourcenmäßig sind wir noch schlecht bestückt, Ausrüstung haben wir auch nicht mehr viel. Das heißt, das Erste, worum ich mich kümmern werde, ist, wir brauchen auf jeden Fall Holz, Steine für neue Werkzeuge und natürlich dann auch Eisen. Deswegen werde ich da mal in den Wald gehen und ein paar Bäume abholzen. Ja, damit ich mir zumindest mal ein Holzschwert wieder bauen kann. Weil derzeit habe ich überhaupt keine Waffe, nur den Bogen. Ach, da haben wir schon eine neue Errungenschaft. Dreimal auf Holz geklopft. Das ist ja mittlerweile für jede Welt quasi gebunden. Diese Erfolge. Früher, glaube ich, hat man die ja nur einmal für einen Account freigeschalten, beziehungsweise nur wenn man das Spiel neu installiert hat, sind sie zurückgesetzt worden. Jetzt ist aber wirklich so, dass man jedes Mal, wenn man eine neue Welt startet, fängt man auch von null mit den ganzen Erfolgen an. Muss ich mich einmal hochbauen, um da alles zu erwischen. Holz haben wir jetzt ein bisschen. Dann bastel ich mir ein Schwert und eine Schaufel werden wir sicher auch brauchen. Wo haben wir es? Machen wir da mal komplett Bretter draus. Bei Stecken habe ich sogar noch. Gesagt, genau, eine Schaufel brauche ich noch. Okay, den Rest lassen wir mal. Ah ja, unsere Habseligkeiten packt man in die Kiste, speziell die diamantene Pferderüstung, falls wir mal Pferde finden sollten. Dann gehen wir da nach hinten zu der schönen Schlucht, die wir da gefunden haben. Und werden beginnen, uns da mal runterzubauen. Wo war es denn? Ah, da, genau. Da geht's runter. Ah, da ist auch Kohle. Bauen wir uns da mal abwärts. Fackeln habe ich jetzt keine. Nö, da braucht man erst Kohle. Zumindest die Kohle sollten wir uns holen da unten. Ein paar Fackeln zu erstellen.
den Aufgang sollten wir uns auch sichern, damit wir da wieder zurückkommen. Dann können wir da nämlich wieder hoch, falls wir angegriffen werden. Dann klopfen wir mal die ganze Kohle hier raus. Kohle kann man nie genug haben. Und ich mache mir gleich noch mehr Fackeln. So, 24, das reicht mal. Ich würde sagen, wir gehen in die Richtung. Schon die nächste Kohle, die wir uns da gleich mal rausholen. No. Kommt doch einiges zusammen. Die Erfahrungspunkte purzeln auch runter. So, da geht's runter, da geht's nach hinten. Wo geht's da hin? Da geht's noch weiter runter. Ich würde sagen, wir gehen einmal da weiter. Da geht es dann in die Schlucht hinein. Beziehungsweise na, da haben wir einen Ausgang. Schauen wir mal, wo sind wir da jetzt? Ah ja, den Eingang können wir da eigentlich auch markieren, so mit Fackeln. So. Ah, da haben wir Eisen. Sehr schön. Das holen wir uns auch gleich raus. Mit den Eisen können wir uns dann eine Schere machen. Dafür haben wir jetzt 4 Eisen. Wobei das reicht eigentlich mal, hätte ich gesagt. Wir da noch ein paar Fackeln platzieren. Dann machen wir uns wieder zurück zu unserem Haus. Was sagt die Sonne? Oh, geht schon wieder unter. Das heißt, es geht sich nicht ganz aus, dass ich mir heute noch ein Bett machen kann. Können wir erst morgen machen. Oh, das wollte ich jetzt nicht. So. Wir haben Pflastersteine. Können wir unseren Ofen machen? Den stellen wir mal da ab. Wir haben Kohle. Mein 4 Stück ist eh ganz in Ordnung. Geht sich eine Schere aus und ein Eisenschwert. Uns dann schon ein bisschen besser verteidigen. Holzschwert in Reserve. Jetzt haben wir da Samen, die können wir vorläufig mal da einpacken. Die restlichen Pflastersteine auch.
Holzschwert lassen wir auch mal da. Okay. Dann schauen wir mal, ob schon irgendwelche finsteren Gestalten kommen. Noch ist es ruhig. Kann ja mal die Zeit nutzen, um ein bisschen mehr Ausleuchtung zu machen im Dorf. Da ist doch überall recht finster. Da ist er schon, der erste Creeper. Oh oh. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Keine Ahnung, wo der hergekommen ist. Klauen wir mal da alles auf. Oh. Verteidigen wir unser Dorf. Noch mehr. Ah, da ist der nächste Böse. Ah, da ist einer im Brunnen gefangen. Den lassen wir mal da drinnen. Oh, da ist eine Spinne. Noch eine Spinne. Ah. Ein Eisenschwert geht da schon erheblich besser. Ich esse mal was. Wir haben nicht mehr viele Lebenspunkte. Schon wieder tot. Irgendwie kommt mir das ein bisschen stark vor, die Gegner. Der nächste Creeper, der sich gesprengt hat. So, da bin ich wieder zurück. Ich habe jetzt den Schwierigkeitsgrad, das habt ihr wahrscheinlich noch gesehen, zurückgestellt. Und habe dann eben einen ganz kleinen Zeitsprung gemacht. Das heißt, wir haben jetzt wieder Tag, die Monster sind weg. Und ich werde mich darum kümmern, dass da jetzt die ganzen Reparaturen gemacht werden, die notwendig sind. Ah, ich habe da noch den Modus drinnen. So,
Ich hatte das nur umgestellt, damit ich die Nacht quasi besser überstehen kann. Aber es bringt nichts, wenn ich dann noch fünfmal sterbe. Das Haus habe ich wieder einigermaßen repariert. Aber wir haben jetzt kein Holz mehr. Aber dann legen wir da mal Steine vorläufig. Also sieht man, was ein so ein Creeper anrichtet. Haben wir Samen? Nicht wirklich. Aber ich ziehe mir mal die Rüstung wieder an. Ah doch, wir haben Samen. Dann bauen wir da so weit die Felder wieder an. Der Weg ist auch etwas malträtiert. Den werden wir jetzt vielleicht doch von seinen Leiden erlösen. Okay, und ich werde jetzt mir Wolle holen. Dazu muss ich aber erst das Eisen aus dem Ofen rausnehmen. Eine etwas chaotische Folge diesmal. Wird aber beim nächsten Mal dann sicher besser. Okay. Kartoffeln haben wir. Wo war? Ich glaube, da hinten waren die Schafe. Soweit ich mich noch erinnern kann. Spitzhacke habe ich mit. Uns da einmal durch. Ah, da haben wir schon unsere Schafe. Viel haben wir jetzt? 9 Stück. Das reicht mal für ein paar Betten. Ich werde jetzt zu da noch ein bisschen Holz mitnehmen. Ah, da haben wir noch ein paar von den Bäumen. Weil von dem haben wir eh noch zu wenig von dem Eichenholz. Das meiste ist Fichtenholz. Wenn wir irgendwas mit Eiche oder so bauen wollen, brauchen wir auch von denen ein bisschen was. Wird schon wieder finster. Ah ja, wirklich. Dann, wobei ich könnte auch hier ein Bett machen eigentlich. Okay, wo ist die Werkbank?
hoffe, es geht sich noch aus, bevor da massig Monster spawnen. Na dann, gute Nacht. Oh, sehr schön, alles ruhig. Okay, wo sind wir denn da jetzt reingekommen? Von welcher Seite? Ich glaube von da hinten. Schauen wir mal. Ja, genau. Ah, da können wir ja da am Rückweg noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Also ressourcentechnisch schaut es ja ganz gut in der Gegend aus. Wir haben eben unten die Höhle und haben hier den Berg, wo wir sicher auch einiges rausklopfen werden. Da oben haben wir noch Kohle. Ich glaube, die ist besser erreichbar. Jetzt, wo ich ein Bett habe, werde ich noch ein bisschen da bleiben. Noch ein bisschen Ressourcen abbauen. Aber ich sehe gerade, es ist Zeit für eine Aufnahmepause. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, auch wenn die Folge etwas chaotisch war. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft. Tschüss!